Hey Leute, was geht? Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zu diesem Infovideo zu unserem 2 vs. 2 Community Cup. Für alle, die gefragt haben, wann geht es weiter, wie geht es weiter und wann kommt das nächste Infovideo, jetzt ist es soweit. Also, wir wollten das schon wirklich etwas vorher hochladen, aber wir dachten uns, komm, lassen wir euch noch ein bisschen länger spielen, geben wir den Teilnehmern ein bisschen mehr Zeit, damit auch wirklich jeder zu seinem Spiel kommt und die Chance hat, sich die Punkte zu holen. Denn es gab einige Leute, die bis jetzt auch noch nicht gespielt haben. Das kann aber mal passieren. Der Großteil hat wirklich gespielt. Es hat alles gut geklappt. Großes Lob an die Community. Faire Spieler, schöne Spiele. Eigentlich alles, was man sich für so ein Turnier wünscht. Deswegen nochmal großes Lob an alle, die mitgemacht haben. An alle, bei denen es geklappt hat. Und jetzt wird es in diesem Video darum gehen, wie es denn weitergeht. Und das Ganze wird euch mal der Milfhunter erklären. Ja, also wie folgt. Es ist so, danke auch nochmal von meiner Seite. Bitte schickt eure Screenshots jetzt nochmal alle auf den letzten Drücker. Haut mir alles nochmal zu, ist es mir egal. Bitte, jetzt ist wirklich Ende. Ihr müsst die Screenshots jetzt wirklich heute Abend gesendet haben. Die restlichen werde ich jetzt nun nachher wirklich nicht mehr nehmen. Ich werde die Auswertung morgen preisgeben. Dazu wird dann aber auch wieder morgen ein Infovideo kommen. Die Regeln bleiben so, also das kann ich schon mal im Voraus sagen, die Tabellen und so weiter, das wird alles morgen kommen. Auf jeden Fall, die Regeln, die bleiben so, DHF-Stadion, Mutator-Settings bitte alle auf Standard zurücksetzen und natürlich fair bleiben, Spaß haben, das ist das Wichtigste für uns. Also wie gesagt, der Hauptteil vom Turnier bleibt alles gleich und wir sagen das nur jetzt nochmal mit den Screenshots, weil es wirklich Leute gibt, die noch keine Screenshots geschickt haben. Da gibt es ein paar Teams, die haben das nicht gemacht. Und damit morgen nicht wieder kommt, ey, das wussten wir gar nicht, was auch immer, sagen wir es jetzt extra nochmal, schickt eure Screenshots an Milfhunter, ob ihr gewonnen oder verloren habt, als Beweis für das Spiel. Dafür habt ihr wirklich heute noch Zeit. Ab morgen geht es nicht mehr. Ihr habt Zeit bis 22 Uhr, danach ist vorbei. Und dann für die Leute, die das getan haben, die können sich dann morgen auf das Video freuen. Wie gesagt, kommen aus den Gruppen immer die ersten weiter mit den meisten Punkten, deswegen wird es sehr spannend, wie das dann weitergehen wird. Wir nehmen wahrscheinlich die ersten drei, aber das müssen wir noch gucken, wie das vom System her aufgeht. Von dem her, lasst euch da bitte überraschen und lasst uns das bitte machen, weil ich habe auch schon einige mitbekommen, die meinten, in unser System da reinzugreifen. Und Leute, uns kommt es wirklich darauf an, habt euren Spaß, wir machen den ganzen Rest, wir machen die Arbeit. Ihr sollt einfach nur die Spiele spielen und zusammen wirklich Fun haben. Gut, und ich würde sagen, das wär's, oder? Also ihr solltet jetzt über alles informiert sein. Wie gesagt, morgen kommt dann das Video, wer euer nächster Gegner ist im nächsten, in der nächsten Phase des Turniers. Auf jeden Fall sagen wir schon mal danke fürs Zusehen. Denkt wirklich an die Screenshots, wenn ihr es noch nicht geschickt habt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, macht's einfach nochmal. Haut rein, bis morgen dann. Und macht's gut, ciao. Leute. Ciao.